Julius Segertorn. Hast du bereit für das 10-jährige Mädchen, das hier drin hockt? Es wird ja schlimmer. Oh, es ist 11, das ist alles in Ordnung. Ich frage euch extra nicht, wie euer Sommer ist gesehen, weil es ist immer unangenehm, in Bern die Frage zu stellen. Ich habe langsam das Gefühl, dass jeder Berner ein bisschen autistisch ist. Irgendeine Spur von Autismus. Das ist also, wenn man irgendwo anders irgendeine andere Person fragt, wie ist die Sommer gesehen, bist du baden, dann gibt es irgendeine normale Antwort. Ja, ich bin mit der Martina und der Marie in Italien gesehen. Wir sind ins Meer gegangen, beten, wir haben zu Jesus gefunden. Irgendwas normales. Aber wenn man nachher hier zu Bern einen Berner fragt, dann kommt der Autismus vor. Wie ist der Sommer gesehen? Bist du baden? Und er muss aus irgendeinem Grund einfach immer in Zahlen antworten. Bern ist 36 Mal in Aare gesehen. Viermal mehr als in Saison 2014. Mit einer Durchschnittswassertemperatur von 18,36 Grad. Cheers, Raymond! Cheers! 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 Aus diesem Grund habe ich immer eine Handvoll Zündhölzchen in meiner Tasche, die ich auf den Boden werfen kann, und er fährt verwirrt auf den Zell und ich kann davon sagen. Das ist eine gute Taktik. Aber so, ihr seid ein bisschen autistisch, oder? Das hätte ich glaube, immer über die Jura Aare reden. Das ist schon angenehm. Ich habe ein paar noch Böttli in Aare. Viermal. Was schon lustig war, das letzte Mal, als ich bei Böttli hatte, ein Bötchen neben mir kam mit anderen Leuten und ja, alle anderen Leute auf dem Bötchen gehasst. Sie waren alle dort in ihren Schwimmwesten gewesen, essen. Und, das war nicht der Grund, wieso sie gehasst haben. Wir hatten Schwimmwesten nicht gesehen. Sie sind nicht irgendwie dumm angegeben mit ihren Schwimmwesten. Tut mir an, mein Leben ist lebenswert. Nein, also gehasst, weil jeder einzelne von ihnen die ganze Zeit am Handy war. Einfach ihr Leben am Verschwenden. Können wir nicht einfach einen Nachmittag haben auf der Aare, ohne die ganze Zeit Facebook, Hashtag, Snapchat? Ist das vorbei? Können wir es nicht haben? Gibt es das nicht mehr? Haben wir wirklich davon aufregen? Und ja, die ganze Zeit böse rübergeschaut, wenn es irgendetwas wird nutzen. Rübergeschaut. Und nachher ist aber etwas Perfektes passiert, etwas Wunderschönes. Ich habe übergeschaut, wie mal böse, oder? Und nachher der eine, der dort in seiner Schwimmweste gesessen hat nachher sein Handy plopp ins Wasser verloren. Ah, oh, es war so schön gewesen. Ich habe so gut rausgelacht. Ah, oh, es war perfekt. Es war wunderbar gewesen. Und ja, ich habe nachher irgendeinen dummen Spruch gesagt, wie, schade, das Handy keine Schwimmweste angekriegt. Und ja, so hart gewusst, dass es nicht okay war, dass ich es gesagt habe. Er ist so sauer geworden. Er hat mich angestarrt und Schaum aus seinem Maul rausgekommen. Und dann irgendwann hat er geschrien: Hey Arschloch! Und ich: Ja? Und er: Ich töte dich! Okay. Und die nächsten 4 Stunden waren ziemlich unangenehm. Und es war so unangenehm, dass ich nicht gewusst, woher schauen, was machen. Und irgendwann habe ich mein Handy gefällt. Aber scheiß auf ihn, er ist das Arschloch. Er ist sicher so ein Arschloch, das Siri braucht. Siri, wo kann ich Schwimmwäsche kaufen? Yourself. Ah, Siri, merci für mal, du bist so ein Schatz. Nein, du bist ein Schatz. Nein, du bist ein Schatz. Nein, du bist ein Schatz. Ha ha ha!
weiss nicht, was besser ist. Der enttäuschte Blick von meiner Mutter oder das entsetzte Gesicht von 10-jährigen Mädchen. Oh Gott, das arme 10-jährige Mädchen. Es tut mir leid, 11-jährig, genau, ja. Ja, ihr seid alles Autisten, die kennt immer noch mehr. Die Leute sagen mir immer, oh, Jules, das ist so cool, dass du das hier machst mit dem Stand-up-Zeug. Ich bin so beeindruckt von dir. Ich könnte das nicht. Du bist so cool, du bist so cool. Nein, das ist schon mal mit mir geredet. Ich bin nicht cool. Ich bin das Gegenteil von cool. Ich meine, Leute, mich nicht durch mich. Döner, Messer, Haarschnitt, Latusche. Ich wünschte, ich wäre so ein Dude mit Swag. Und ich meine nicht irgendeinen H&M-Pullover, wo Swag draufsteht, mit einem S, wo ein Dollarzeichen ist. Nicht so ein Scheiß. Nein, ich werde wirklich so ein Dude sein mit Swag, der eine gewisse Gangart hat und in einer Bar bei einer Gruppe von Leuten immer weiss, was sie sagen. Irgendwie. Ja, ich kenne den Besitzer von diesem Restaurant. Und der private Bordsteig ist schon ziemlich praktisch. Und alle Frauen lachen immer ab all dem, was man sagt. Ja, der Ladies könnt ihr mal mit mir Adok. Sorry, bin ich leider nicht. Das klappt nicht. Wenn ich in so einer Situation mit diesen Leuten müsste reden, dann würde ich zuerst schon mal zweimal vor der Bar zu den Leuten mein Herr laufen, würde ich zweimal meinen Drink am Boden verlieren. Und dann gehe ich halt einfach her ohne Drink in den Hang und weiss nicht wirklich, was machen mit meinen Hängen. Ist gleich ein bisschen dort, ein bisschen außerhalb der Gruppe. Weil ist ja nicht wirklich ein Preis drin, oder? Ist ein bisschen außerhalb. Und dann probiere ich irgendetwas zu sagen und es ist viel zu leise. Bootsstecken. Und sie hören es natürlich nicht. Und beim zweiten Mal, wenn sie es mal probieren zu sagen, sage ich es viel zu laut. Boah, ich muss ziemlich dringend aufs WC. Ich kann aber fünf mit Drink haben. Oh nein, ich habe ja verloren. Okay, ich gehe jetzt aufs WC. Nach ein paar Minuten vom WC zurückkommen mit irgendwelchen komischen Flecken auf meiner Hose. Stehe ich näher. Sie sind schon wieder alle abgehauen. Oh, Zündhäusli! Merci vielmals, mein Herr Schiff.